Ich werde gerade getötet. Und weil du nicht, weil du tot bist, 100, weil du gleich tot bist, 120 und weil du nichts gesagt hast, 130. Die haben mich gerade fast darunter geschubst. Das macht 110 Euro, ich hab dir geholfen. Ja, dann bezahl lieber CO2, bei mir sind es 230. Nein, ich kann ihn nicht bezahlen. Hier. Oder dein Leben. Hier. Ey. Kurzer Prozess. Ich muss das Geld, das Leben eintreiben. Das Leben eher der Tod. Wobei, warte mal, ich hab grad Hunger. So. Ich gönn mir sein. Warum konnte ich das abbauen, aber den Rest nicht? Ich kann nichts abbauen hier auf seiner Insel, aber sein Grab. Warst du halt schon mal auf dem Server, Melvin? Auf welchem? Auf dem hier? Mhm. Lol. Warte mal. Du hast das geclaimed hier, oder? Melvin? Ja, wusste er. Ja, dann bist du hierfür freigegeben. Gräber kannst du allgemein abbauen. Ach so. Guck mal, was ich dir geschenkt habe. Was ist das? Guck in die Kiste rein. Jetzt ist der Tod gerechtfertigt. Wie kann man die Fratzen da drin ändern? CO2, weißt du das? Neu platzieren. Nee, man konnte irgendwas machen mit einem Namen oder so, dass halt dann von dem Charakter dann das Bild. Das wusste ich nicht. Das weiß ich nicht. Nee, shit. Irgendwie ging das. Auf jeden Fall möchtest du mal auslernen, ne? Die sind voll, die laufen über hier. Nein. Guck mal, du hast hier so ein schönes Ding, da kannst du die ganze Kohle erstmal reinhauen. Bitteschön. Okay. Jetzt kannst du loslegen. Ja. Oh, die Schmelze. Aber hier wird nur Kies produziert und durchgeschmolzen, durchgesiebt, ne? Du brauchst noch Sand und das. Und wo? Ike, hast du was dagegen, wenn ich Melvin die hier gebe? Trage ich das rein. Was ist das denn? Die Dinger, die ich dir gezeigt habe, die Efficiency-Erfolg nochmal verbessern. Ja, das sind normale Sieve, das ist mir egal. Der wird sowieso irgendwann auf Compressed umsteigen. Melvin, hier, gib jedem davon einen dieser Sterne mal zu. Wow. Oh Mann. Jetzt hat Ike so. Na, Melvin einsammeln. Ich bin nicht Melvin. Ach so, ja, einsammeln. Einsammeln. Doch beide. Auch dort reicht mir. CO2? Ja, mach, ich hab noch mehr. Ich hab über einen Stack von denen. Nein! Der hat einen Angel Ring, der fällt nicht runter. Ja, einen kaputten. Wie einen kaputten? Na, der hat doch nur einen Flügel. Na, stimmt. Hey, jetzt hab ich gar keine Flügel. Du hast keine Flügel. Mal reinlegen. Jetzt hast du wieder einen Flügel. Beziehungsweise, wenn man es vernünftig steht, hast du zwei. Ach, da war eine. Jetzt, Ist deine Schuld, Melvin. Deine Schuld, hab den Flügel weggerissen. Haut euch noch mal, hau ich auch mal zu. Ja? Ja, komm. Ike, du wegen mich. Ich zieh auch meine Rüstung aus. Ja, Vanillawaffen. Vanillawaffen. Und wie kann er was anderes? Und dein komisches Schild musst du natürlich wegmachen vorher. Ich hab keins. Ist aus. Ich hab kein Schild mehr an. Das ist, ich hab nur mein Jetpack an. Wie viel Damage macht deine Axt? 25? Kannst du knicken. Vanillawaffe, das ist keine Vanillawaffe. Es ist auch nicht, das ist Draconic. Ja, was suchst du denn jetzt, Melvin? Achso, nee, alles gut. Gucke, der Cobblestone geht aus dem Generator nach oben in die Kiste. Von der Kiste in den Hammerer. Da musst du natürlich nachlegen. Von den Hammerern geht's in den Thieves und von den Thieves geht's hier in die Kiste. Und die Dinger, die ich dir gegeben habe, die machst du auf die Thieves, dann gehen die Thieves ab. Einfach rechts zieht damit auf den Thief. Okay. Dann haben die doppelte Geschwindigkeit.
Ich dachte eigentlich, du hast aufgepasst bei Stranded. Aber warte mal. Nee, du warst ja faul. Ich war nicht faul. Doch. Du warst nee, ich wusste die Mods auch vorher nicht. Dafür gibt's also, das hätte ich großartig machen können. Dafür gibt's ja Sky, damit du Mods kennenlernst. Und was wird das hier? Was wird was? Ach, auch für dich, Melvin. Wenn ihr Zuckerrohr braucht, kommt zu mir. Ich habe 21.000. 21.000? Ja, 21.000 Zuckerrohr. Ich glaube, so viel Iron Nuggets habe ich, wenn nicht sogar noch mehr. Apropos, wie viele Blöcke habe ich hier drin? Immer noch 261, weil immer wieder nachgelegt wird. Hä? Ich dachte schon, ich lese dort ein Ting Ingot. Ja, wir haben ja auch ein Ting Ingot, jeder im Inventar gehabt am Anfang. Ja, nee, ich habe jetzt, weil hier steht Molten Iron 261 Blöcke und ein Ingot. Ich habe aber ein Ting Ingot gelesen. So, die Trash Can wollte ich eigentlich anbauen. Lass ich erst einmal. Ich kraust's gerade, wenn ich hier rein. Och, das geht. 54, 55, 56, 57, 58 Drop of Evil. Wie viele Seraph Bricks brauche ich denn überhaupt? Wir kamen. Nicht viele. Kommt drauf an. Ich hab eine Enderperle. Läuft. Kommt drauf an, was du machen willst. Ja, yeah, schmelze. Da kannst du dir auch bei mir was abholen. Komm, ich hab zu viel hergestellt. Nein. Ja, aber ja, hol bei Ike ab. Ich hab wirklich zu viel davon. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Scheiß. Ja, aber jetzt habe ich hier extra Crushed Ore und sowas. Ich habe hier schon direkt fertige Blöcke gegossen. Warte, ich bring dir was vorbei. Du musst allerdings die Ausgüsse und alles selber herstellen. Also da brauchst du dann die Shared Ingots. Und warte, ich kann ihm auch die Ausgüsse und so herstellen. Ey. Ausgüsse und so stelle ich dir her. Okay. Ich mach's dir hier rein. Oh, wow. Was? Sagt dir das nicht zu? Doch! Ey, hallo! Möchtest du geraten haben, ey? Und ansonsten hier noch das Fressbrett. Das ist so riesig, wenn man's. Ja, meine Schmelze hat sich auch ein bisschen verändert. Der eine Tank ist einfach riesig. Der ist riesig, wenn man... Das müsste ja nur einer der Tanks sein, warte mal. Ich schätze, wenn man alle drei zusammen, zwei zusammen macht. Nee, wenn man zwei Tanks aufeinander wirft, werden die riesig, Ike. Warte. Wie offen. Hä? Komm mal herüber. Normalerweise sind die ja so groß. Ja. Oh, jetzt hast du ihn aufgehoben. Cool. Ha! Mann! Ich hab da noch was für dich. Was denn? Für deine Bits. Ui! hier Mocktop. Das war Essen. Das Komische ist, immer wenn ich irgendwas öffne, zum Beispiel mein Inventar oder die Workbench, lag das kurz bei mir. So, Ike, ich möchte dir was abkaufen. Was denn? Jetzt Goldblöcke. Goldblöcke. Was kosten mich 2,6 Goldblöcke? 20 tote Melvins. Das lass ich einrichten. Nee, nimm dir raus. Ich hau meine Erzmaschine dann wieder an und dann habe ich das wieder instant drin. Eins, zwei.
Drei. Vier. Warte, der hat eine Spur 5. Ich one-hitte Melvin. Nee, hol dir das Zeug ab und gut. Zwei Stacks Goldblöcke nehme ich mir einfach mal raus. Ja, mach. Danke. Mach dich. Also, Melvin. Das waren jetzt 5 tote Melvins. Ich würde nie wieder groß. Ich würde nie wieder große Schnauze haben. Du siehst, was wir aus dir machen. Wir machen dich kaputt. Danke für die Death Point. Death. Jetzt hat's bei mir aber auch gerade geleckt. Das leckt bei mir die ganze Zeit, wenn ich irgendwas öffne. Warum ist es hier unten? Hä? Das leckt gerade arg hier bei mir. Und warum ist hier Dingsbums angewiesen? So ein Brick-Hergestell-Gedöns. Naja, egal, wird schon seine Richtigkeit haben. Fuck, das hat immer noch nicht gereicht. Die Colossal Chest ist halt immer noch nicht fertig. So. Jetzt gehen die Maschinen. Aber die zwei Stacks Dingsblöcke haben gut geholfen. Alter. Ich hab meinen neuen Generator. Ich hab den jetzt auch mit Gold ausgefüllt. Ich hab meinen jetzt kurzzeitig mit Wasser ausgefüllt. Einfach nur damit ich Dings das Gold, weil ich den mit Goldblöcken gefüllt habe, benutzen kann. Alles klar. Bin ich eindeutig mit dem Jackpot sicher. Was hast du davon, du Kackvieh? Also die Obsidian-Rüstung, die macht ja... Da ist ja eine Dia-Rüstung definitiv besser. Ja. Das ist ja ein Witz, was das hier an Schutz hergibt. Bleib doch mal stehen, du verkacktes Behindertes Schlagzeug! So. Ender. Blau. Mache ich aus 4 Orangen und den Infusionskristall. Ich habe 3 Orangen. Wie komme ich an Gold? Da komm. Da haben wir 64 Grüne. Und nochmal 32 dazu. Jetzt haben wir 16 Orangene. Ich brauche aber nur 4 Blaue. So, jetzt kann ich mir... Bin mal für eine Weile auf, K. Boah, war es erst gekommen und jetzt schon wieder gehen? Ja, Ja. Ja. Wo habe ich die Enderperle hingemacht? Da. So. Enderman Chunk. Ich brauchte. Ach du Scheiße, was ist das denn? Rottenflash und Tier 1 Mob Chunk. Und das muss ich craften und das muss ich. Hä? Ihr wollt mich doch verarschen. Da der Kristall, da die Orangen und so. Muss ich das ein andermal herstellen? So. Erde brauche ich. Nur eins erste Mal. Alter, du Gaschen. Oh.
so und so. Dann wollte ich... Was wollte ich weiß, was ich jetzt machen. Mache. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht wirklich. Essen anbauen? Nee. Ich könnte mich endlich mal um die Hühner kümmern. Aber ich glaube, da wird mein Platz nicht ganz ausreichen. Wo haben wir die Dinger? Da haben wir erstmal 22 Stück. Ich muss auf jeden Fall überall eins freilassen, weil da die Ender-IO-Kabel kommen. Das war falsch. So. Die kann man gar nicht übereinander platzieren. Wieso das? Was? Die Nesting Pen. Weil die größer als ein Block sind, in der Regel. Nee, die sind nicht größer als ein Block. Du kannst einfach nicht drauf platzieren. Wenn ich da in den Block Range reingehe, dann macht er das dahinter. Hm. Aber dann kann ich die Dinger doch hinten dran platzieren. Ich brauche ja nur die wichtigsten Hühner. Und dann kann ich da drunter die Ender-IO-Cables legen. So. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das und das. Stimmt, da war ja wieder was mit XP. Ich müsste mir so ein XP-Ding von Ender EO mal anschaffen. Mit Ender. Das mache ich aber in der nächsten Folge. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, my love is a party. Warum ist die Club?